Wir werden hier diese fünf Brüche so weit wie möglich kürzen. Im ersten können wir sofort durch fünf kürzen, so ergibt das oben 1 und unten 3. A Quadrat geteilt durch a, das macht a und b kann weggekürzt werden. Und somit finden wir sofort a geteilt durch 3 in diesem Bruch. Die zwei Vorzahlen können jeweils durch 7 geteilt werden. Oben ergibt das dann 3 und unten 4. X hoch 4 geteilt durch x hoch 2, das macht x hoch 4 minus 2, also x hoch 2. Für y ist der Exponent unten größer als oben, also ergibt das unten y hoch 5 minus 2, das heißt y hoch 3. Und diesen Bruch kann man nicht weiter kürzen. Nächstes Beispiel. Wir erkennen an 256 das Quadrat von 16. 256 ist also 16 mal 16, das heißt 8 mal 32, da 32 ja 16 mal 2 ist. Somit können wir den numerischen Bruch kürzen und das wird dann 8 oben. A kann weggekürzt werden. Der Exponent von b ist unten größer als oben, also ergibt dieser Bruch im Nenner b hoch 4 minus 3, das heißt b hoch 1. Und somit konnte dieser Bruch so stark gekürzt werden und wird einfach zu 8 geteilt durch b. Im nächsten Beispiel erkennen wir an 225 das Quadrat von 15. Also kann man 225 durch 45 teilen, denn 45, das ist 3 mal 15. 225 geteilt durch 45, das macht 5. Jetzt die Potenzen von a. Die Hochzahl von a ist oben größer als unten, also schreiben wir oben a hoch 7 minus 4, das heißt a hoch 3. Für b ähnlich, die Hochzahl ist oben größer als unten, also schreiben wir oben b hoch 8 minus 3, das heißt b hoch 5. 121, das ist 11 mal 11 und 22, das ist 11 mal 2. Also können wir durch 11 kürzen, das ergibt dann oben 11 und unten 2. Schauen wir die Potenzen von x, die Hochzahl ist oben größer als unten, also schreiben wir oben x hoch 3 minus 2. Das heißt x hoch 1. Jetzt für y, da ist die Hochzahl unten größer als oben, also schreiben wir unten y hoch 3 minus 2, das heißt y hoch 1. Und die Übung ist beendet.